So, hallo und herzlich willkommen im Alpsteingebiet. Auf den Alpstein selber wollen wir nicht drauf, aber immerhin. Den gibt es auch nicht. Den gibt es gar nicht. Oh. Also der Alpstein sind alle die Berge, die um uns rum sind. Oh. Zusammengefasst. Na gut, dann gibt es den gar nicht. Ja, das fängt ja gut an. Jedenfalls sind wir hier jetzt eine Runde spazifizieren, werden auch eine Nacht draußen übernachten, etwas rudimentär. Und begutachten die Gegend und haben ganz viel Spaß. Und ich werde hier und da noch ein paar kleine Teilaspekte der alpinen Landschaft. Voralpin, alpin, ja. Also eigentlich sind wir so größtenteils subalpin unterwegs. Dann geht es noch so ein wenig ins Alpine und ins Nevale kommen wir eigentlich nicht. Ja, das nur so am Rande angemerkt. Also ist alpin, denke ich, schon die richtige Bezeichnung. So. Ja, und zwar, Alpstein ist in der Ostschweiz das Gebiet plus minus und den Sentis, darf man das so sagen? Ja, das ist auch der höchste Berg der Ostschweiz. Sehr beeindruckend, schon von Weitem zu sehen, alles ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt noch kurz als Randinformation, die ich trotzdem für ganz wichtig halte. Falls sich jemand fragt, was macht ihr in der Schweiz, da darf man doch gar nicht rein, Corona. Mit gutem Grund darf man schon in die Schweiz und in meinem Fall ist das Arbeit. Und in unserem Fall speziell ist das Verwandte besuchen und das ist auch schon ein guter Grund. Gute Gründe zu haben ist also, wenn man eine Schweizerin hat, relativ einfach. Ja, deswegen dürfen wir auch in die Schweiz. So, nur falls da irgendwelche Verwirrung aufkommt. Aber davon abgesehen, es macht jetzt auch bald dann die Grenze für jeden wieder regulär auf. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, beziehungsweise der Termin steht auch schon fest. Gut. Ja, zur Anmoderation soll es das schon gewesen sein. Hier noch einmal bunte Alpenwiese im Hintergrund mit jede Menge spannenden Pflänzchen auch drin. Aber ohne Handyempfang zum Nachschlagen, was ist, traue ich mich hier gerade überhaupt nichts zu sagen. Ich meine zwar davon mindestens von dem Zeug, was blüht, mindestens 75% zu erkennen. Aber wie gesagt, ich traue es mich nicht. Und deshalb konzentrieren wir uns primär auf andere Dinge, die es hier sonst so zu sehen gibt. Und ich habe diese Anmoderation jetzt mittendrin gedreht. Deswegen nicht wundern, weil was ihr jetzt zu sehen bekommt, hat jetzt also noch zeitlich vor dem hier entsprechend stattgefunden. Wir machen gerade Mittagspause. Okay, also los geht's. So, das hier, Entschuldigung, bin noch etwas außer Atem, ist eine typische Karstschlucht. Also wir haben hier tief eingeschnitten, hohe Fließgeschwindigkeit des Wassers, dazu auch gerne noch ein paar Bilder, und eben eine beachtliche Schlucht, die oft sehr steil verläuft, eben weil Karstgestein sehr leicht wasserlöslich ist, also Karst, Calcium und Kohlenstoff sind so die Hauptbestandteile. Gibt natürlich auch noch Magnesiumkalk, der dann neben Kohlenstoff und Calcium noch jede Menge Magnesium eben entsprechend enthält. Das wäre ein Dolomit. Das hier ist aber Kalk, meines Wissens. Richtig? Ich glaube ja. Gut, die Ortskundige sagt ja. Und ganz typisch ist halt eben das, wenn da Wasser fließt, was es gerne tut, dieses sich dann sehr schnell, sehr tief einschneidet. Das kann man auch einfach daran erkennen. Die Alpen sind geologisch gesehen wirklich jung. Das ist ein richtig, richtig junges Gebirge. Weisen aber bereits viele, gerade hier in den Randalpen, hohe Randalpen, Schweizer Randalpen, durchaus sehr, sehr tiefe Schluchten auf, die das Wasser da in geologisch gesehen wahnsinnig kurzen Zeiträumen reingefräst hat. Und das ist eben durch dieses Kalkgestein möglich. So, und für diejenigen, die gar keine Ahnung haben, wo das Kalkgestein herkommt, das ist Muschelkalk im Wesentlichen. Also eine Ablagerung von Muscheln, Krebsen, Korallen, sonstigen Tieren, die in der Lage sind, eben entsprechend Kalk für ihr Exoskelett zu verwenden. Also das sie umgebende Skelett, kein internes Skelett. Das machen wir auch, wir auch. Unsere Knochen sind ja aus einer Kalkverbindung letztendlich. Aber diese sterben dann irgendwann und da sie ja nun mal ein mineralisches Skelett haben, das so erstmal kaum verrottet und es diese Tiere zur Zeit, als die Alpen, der Alpenboden noch mehr gewesen ist, eben entsprechend wahnsinnig viel aufgetreten sind,
haben ihre ganzen Skelette ausgereicht, die Alpen zu bilden. Ja, zumindest die nördlichen und südlichen Randalpen. Die Zentralalpen sind silikatisch, also das sind Gesteine vulkanischen Ursprungs in letzter Instanz. Ja, so viel hier zum Aufstieg. Hallo sagen tue ich später. So, hier sehen wir jetzt Verschiedenes. Wir sehen erstens den oberen Verlauf von unserem sich gar tief einschneidenden Bach, also zumindest einem Teil davon, führt überhaupt kein Wasser, ist normal, ist ja Karstgestein, ist sehr schnell brüchig, heißt, das Wasser verläuft unterirdisch. Lediglich bei der Schneeschmelze oder nach starken Regenereignissen, die hier oben ja durchaus häufig vorkommen, haben wir dann auch Oberflächenabfluss, beziehungsweise den Bach, der dann auch wirklich Wasser führt. Das ist aber wirklich was ganz, ganz Normales und vor allen Dingen auch an steilen Hängen häufig zu beobachten. So, dann sehen wir, hier scheint der Wald nachzulassen bzw. aufzuhören. Ja, dahinter der Fichte, kann man es auch sehen, da ist eine kleine Wiese. Ist die jetzt natürlich? Gibt sie jetzt plötzlich eine Lichtung? Haben wir hier jetzt plötzlich die Waldgrenze erreicht? Nein, haben wir natürlich nicht. Es ist ganz, ganz typisch für diese sehr, sehr durchbewirtschafteten Alpen. Es mag ein hohes Gebirge sein, mag teilweise wunderbar romantisch und urtümlich wirken, ist aber halt doch ein durchbewirtschaftetes Gebirge, wie Hochgebirge, wie es kein zweites auf dem Planeten gibt. Einfach durch die Besiedlung, durch eben die Helvetia unter anderem. Und nicht, dass ich das denen in irgendeiner Form vorwerfen möchte. Ne? Man lebt hier, also muss man hier auch in irgendeiner Form überleben. Das ist ja absolut einleuchtend. Aber das führt halt dazu, dass wir jedes halbwegs glattere bzw. ebenere Stück Land, und das sehen wir hier vorne, das ist ja durchaus ein wenig eben, sofort als mögliche Weidefläche nutzen, weil es geht. Ja? Während im krassen Hang selbst das Schweizer Bergviech mit der auf der linken Seite kürzeren Beinen als auf der rechten, selbst das hat da Schwierigkeiten, da noch nennenswert zu stehen. Insbesondere, wenn der Hang leider in die falsche Richtung verläuft, dann braucht man das Allgäuer Bergvieh. Das hat die Beine auf der anderen Seite kurz, habe ich mir sagen lassen. Ja, ist natürlich Blödsinn. Also für diejenigen, die sich jetzt fragen, verarscht er mich? Ja, tut er. So, dann sehen wir hier als nächstes, abgesehen von eben dem der anthropogenen Waldgrenze, die eindeutig dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bäume nicht erst super kurz werden, bevor der Wald aufhört. Das wäre eine natürliche Waldgrenze. Ganz wesentlicher Unterschied. Werden die Bäume nicht kurz und dann hört der Wald auf, dann ist es einem immer entweder anthropogene Waldgrenze oder durch eine natürliche Störung verursacht. Und eine natürliche Störung könnte zum Beispiel sein Erdrutsch, Lawine, ja, sowas in der Richtung meistens, zumindest hier oben. Gut, aber was ich auch noch sagen wollte, dieses Objekt ist, wie man hoffentlich erkennen kann, ein toter Baumstamm, der da rumliegt, der da vermutlich eben auch von natürlichen Ursachen gefällt worden ist. Es weist nämlich keinerlei Schnitte auf, die man in irgendeiner Form sehen könnte. Und das bedeutet, das Ding liegt da wahrscheinlich schon eine ganze lange Weile, weil wir sind hier jetzt auf etwa 900, schon 1000 Meter? Sind wir schon auf 1000 Meter? Circa 1000 Meter. Und das bedeutet, die Prozesse, die für den Abbau von Holz zuständig sind, verlaufen hier oben schon extrem viel langsamer, als man das aus dem Flachland gewohnt ist. Und das heißt, so ein Stamm verrottet hier anders als unten, nicht in 10 Jahren und schon gar nicht bei der Dicke, sondern eher in 50. Und wenn man noch höher geht und es dann teilweise sogar noch in alpinen Trockentälern sich umschaut, da hat man Verrottungsgeschwindigkeiten, die sind sehr niedrig. Und man kann dann ungefähr davon ausgehen, dass ein 500-jähriger Stamm nochmal 500 Jahre tot rumliegt, bis er tatsächlich weg ist. Also 500 Jahre wachsen, 500 Jahre verrotten, gibt einen 1000-jährigen Baum, wenn man so möchte. Und auch das eben eine Besonderheit hier oben. Einfach, es ist schlicht und ergreifend zu kalt für die meisten Pilze. Nur sehr angepasste Arten können hier überhaupt nennenswert sich ausbreiten. Thank you.
So, hier haben wir es jetzt mit so einem typischen Alprand-Fichtenwald zu tun. Der zeichnet sich dadurch aus, dass das Einzige, was rumsteht an Bäumen, tatsächlich Fichten sind. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass wir normalerweise, wenn jetzt hier Hochsommer ist und man jetzt nicht regelmäßig hier auch noch die Ziegen reinschickt, was wahrscheinlich passiert, oder die Kühe oder sonst wie, hier eine ausgesprochen kräftige Hochstaudenflora hochkommt. Also sprich, wenn der Sommer fortschreitet, gibt es hier jede Menge sehr, sehr hohe Pflanzen. So, und sehr, sehr hohe Pflanzen machen auch durchaus eine Menge Schatten. Und da eine Fichte, wenn sie keimen möchte, also sich verjüngen möchte, vermehren möchte, da erstmal sehr klein ist, hat sie gegen die Hochstaudenflora meistens keine Chance. Und deswegen kommt es so zustande, dass die Fichten, die hier alt geworden sind, fast immer in irgendeiner Form auf einer Erhebung stehen. Besonders schön zu sehen bei dem Exemplar hier links im Bild, weil die eben diese Erhebung ausnützen, um erstens im Winter schneller aus dem Schnee raus zu sein, weil der bleibt natürlich unterhalb von solchen exponierten Steinchen länger liegen als obendrauf, und zweitens haben sie noch den Vorteil, dass sie dann eben, selbst wenn die Hochstaudenflora im Sommer hochkommt, immer noch ein bisschen weit rausragen und noch zumindest ein Restlicht abbekommen. Steht man nicht an so einer begünstigten Position, dann hat man hier eigentlich fast keine Chance, nennenswert zu wachsen. Das gilt deshalb also für fast jede Fichte in diesem Wäldchen. Ist kein natürlicher Wald, könnte man also wirklich nicht als Urwald bezeichnen, einfach weil die Zahl der Pflanzenfresser, die hier hin und wieder mal durchlaufen, unnatürlich hoch ist. Das wäre bei den normalen Bedingungen hier oben nicht zu erwarten. So ist man dann erstmal ein paar hundert Meter hochgestiegen, kriegt man dieses Panorama. Das ist der Escher, das Gasthaus links in der Bildmitte. Der Escher ist inzwischen eine der Sehenswürdigkeiten der Schweiz, weil leider zu viel Ruhm auf das Ding gezogen wurde. Und daher gibt es da jede Menge Touristen, die mit der Seilbahn hochfahren, dann kurz zum Escher runtersteigen und sich das Ding angucken. Wir konnten es hier also vom Tal aus schon entdecken und werden da jetzt auch dann gleich hochsteigen. Aber ich wollte einfach mal kurz den Anblick vom Tal zeigen. Und eine Sache wäre mir noch wichtig zu erwähnen, nämlich die Wiese da vorm Escher. Die ist erheblich steiler, als sie von unten aussieht. Okay, jetzt mal ein paar Worte zur Höhenstrukturierung. Der Talboden von so einem Tal, der ist logischerweise grundsätzlich immer Rasen. Das liegt daran, dass die Rasenmäher, die hier dekorativ die Landschaft belegen, da ihren Teil dazu beitragen, dass es halt auch eben entsprechend bei Rasen bleibt. Das gibt eine besonders artenreiche, eine besonders botanisch interessante Wiese, wenn sie von der Kuh regelmäßig gemäht wird. Was die Kuh nicht mäht, wird dann eben entsprechend zu Heu verarbeitet, damit die Kuh abends, nachts, im Winter meine ich, meine Fresse, auch noch was zu fressen im Stall hat. Und ja, ne, soweit die Kuh hochkommt, reicht auch die Wiese, und wir können hier jede Menge Trittspuren auch entsprechend an der Wiese erkennen, die darauf schließen lassen, dass eben die Kuh tatsächlich auch so weit kommt. Weshalb dann zwischendrin jetzt hier zum Beispiel dieser Busch mit Fichte entsprechend existiert, naja, das liegt einfach am Faktor Zeit und der Tatsache, dass die Kühe so oft da oben auch nicht unterwegs sind. Und da muss es einfach mal ein paar Fichten gelungen sein, groß genug zu werden. Dazu hatten wir eben schon ein paar Kommentare abgegeben, und man kann es hier auch auf diesen kleinen Inselchen wieder sehen. Winzige Fichten, die ihre erhöhte Lage entsprechend ausnutzen. Das muss bei denen, die da stehen, größtenteils auch der Fall gewesen sein. Und dann war wohl die Samenmenge irgendwann so hoch, dass es halt geschafft haben, sich gegen den großen bösen Predator Rind durchzusetzen. So, wir gehen noch einen Ticken höher und stellen fest, huch, da gibt es ja plötzlich nochmal wieder Laubwald. Das liegt daran, dass wir uns rein von der Höhenlage her durchaus noch gar nicht so 100% in der Fichtenwaldstufe befinden. Es ist also durchaus noch möglich, dass es sich um einen hochgelegenen Bergmischwald handeln kann. Und speziell in diesem Fall hier überwiegt tatsächlich die Laubholzkomponente. Es handelt sich dabei ganz, ganz überwiegend bei dem, was wir hier sehen können, um den Bergahorn. Der heißt ja nicht umsonst Berg.
Berg. Könnten auch noch ein paar Bergulmen drin sein, die ich hier oben auch schon ein paar gesehen habe. Das heißt, die sind hier wahrscheinlich dominanter als anderswo. Und ja, theoretisch wären auch noch ein paar Grauerlen möglich. Und müsste man weiter drin rumschleichen, um Näheres herauszufinden. Dazu bin ich aber leider aufgrund von kletterischen Fähigkeiten noch gar nicht in der Lage. Gehen wir noch ein Stückchen höher. Und jetzt hatte ich ja schon angemerkt, für eine natürliche Waldgrenze ist es entscheidend, dass die Bäumchen immer kleiner werden, bevor sie aufhören. Das ist da oben tatsächlich der Fall. Und ja, das handelt sich da auch um eine natürliche Waldgrenze. Allerdings ist sie in diesem Fall nicht klassisch höhenbedingt, wie das in den Alpen der Hauptgrund ist für die Waldgrenze. Weil es einfach weiter oben dann so viel Schnee hat und so kalt ist, dass Bäume nicht mehr richtig wachsen können. In diesem Fall ist sie einfach durchs Gelände bedingt, weil, wie man natürlich erahnen kann, ist an diesen glatten Felswänden kein wirkliches Pflanzenwachstum, zumindest nicht mehr für Pflanzen, die Boden und eine Wurzel und den Boden als Wasserspeicher entsprechend bedürfen, fast nicht mehr möglich. Aber guckt mal, wenn wir jetzt darüber gehen und ja, da hochgucken. Entschuldigung, wackel. Dann sehen wir, dass da wieder Bäume entsprechend stehen und können daraus schließen, dass die reine Höhenwaldgrenze offensichtlich noch nicht ganz erreicht ist. Denn wenn weiter oben noch was geht, kann sie nicht erreicht sein. Ja? Nichtsdestotrotz ist die Waldgrenze hier im Übergang zur Steilwand schon auch eine natürliche Waldgrenze, aber eben reliefbedingt und nicht höhenbedingt. Also kommt natürlich ein bisschen beides zum Tragen, aber primär das Relief. Übrigens, ich bin inzwischen sehr davon überzeugt, dass die Schweiz gar nicht echt ist. Die Schweiz ist erstens Fake News und zweitens besteht sie wahrscheinlich nur aus Pappmaché mit gefotoshoppter Oberfläche. Na, guckt euch das doch mal an. Das ist doch nicht wahr. Das sieht doch nicht wirklich so aus. Das ist ja ein Postkartenmotiv nach dem anderen. Das kann eigentlich nur gefaked sein. Ne? Also an sowas glauben wir heutzutage nicht mehr in unserem aufgeklärten Zeitalter, als ob es solche Landschaften wirklich noch irgendwo im Herzen von Europa geben würde. So ein Blödsinn, also wirklich. So, um auf die Gipfel ein bisschen einzugehen, was wir hier jetzt sehen, das ist die Agateplatte, die sich halt auszeichnet durch die Platte, die quasi nochmal schräg auf dem Berg drauf liegt, ist wohl gut zu erkennen. Ich habe ja das Glück, eine ortskundige Führerin zu besitzen, deswegen weiß ich das überhaupt nur. So, direkt hinten dran, also rechts daneben, hinten mit dem Gipfel fast in den Wolken, das ist der Sentis. Wenn man den noch ein bisschen näher ranzoomt, sieht der so aus. Allerdings ist das Gebäude, was wir da sehen können, nicht das Hauptgebäude. Der Sentis ist ziemlich bebaut. Der ist fast schon mit unserer Zugspitze vergleichbar von dem Verbauungszustand, was man da oben alles draufgesetzt hat. Und wir sehen hier quasi jetzt die andere Seite. Und das ist irgendein kleines Nebengebäude. Aber schön, dass ich den Sentis auf diesem Wege auch schon fotografieren konnte. So, und dann haben wir noch das Teil hier in der Mitte, das Malbaro-Ding, wie es Evelyn so schön nennt. Das sind die alten Alptürme, habe ich mir sagen lassen. Jo, und damit haben wir dann die bekannten Gipfel auch besprochen. So, hier haben wir jetzt den Aufstieg zum Escher angetreten von dem Seealpsee. Das ist übrigens der See, den wir weiter unten schon ein paar Mal in den entsprechenden Bildern gesehen haben. Und es geht eine ganze Weile hoch. Wir haben, glaube ich, ungefähr eine Stunde, 15 Minuten gebraucht etwa. Und über wirklich einen sehr steilen Hang. Der Weg verläuft in Serpentinen. Teilweise ist auch noch ein schönes Drahtseil da zum Festheben. Sehr angenehm, wenn man Höhenangst hat. Gefilmt habe ich nichts. Dafür hat Evelyn mir ein paar Fotos gemacht. Das ist sehr lieb. Und dementsprechend kann man hier schön sehen, dass der komplette Hang bewaldet ist. Wo es noch einigermaßen möglich ist, dass überhaupt Bäume wachsen können. Und das ist auch extrem wichtig. Es handelt sich hier nämlich um einen sogenannten Schutzwald. Deswegen sieht der auch nicht besonders wirtschaftswaldmäßig aus. Und der sieht auch überhaupt nicht bewirtschaftet aus. Wie man zum Beispiel an diesem Baum erkennen kann, sowas würde man in einem bewirtschafteten Wald gar nicht erstehen lassen. Der einzige Zweck ist hier wirklich die Schutzfunktion, nämlich ein bewaldeter Hang
der wird weniger schnell zum Lawinenhang als halt ein nicht bewaldeter Hang. Ganz klassisch kann man das auch sehen an dem Bild, was wir hier jetzt gerade drin haben. Das ist ein sogenannter Säbelwuchs bei der Fichte hinter der kleinen Fichte. Also diese Eishockeyschläger in Anführungszeichen im Stamm. Es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier sehr wohl eine Schneebewegung stattfindet. Stellt euch einfach mal die Schneedecke auf diesem Hang eben entsprechend vor. Diese, auch wenn es keine Lawine gibt, gleitet nach und nach runter ins Tal. Insbesondere wenn der Schnee eben gefriert, wieder auftaut, gefriert, wieder auftaut. Das ist das, was diese Schneebretter erzeugt, die man von der Lawinenbildung kennt. Und diese Schneebretter, selbst wenn sie nicht rasant ins Tal runterkommen und mit Karacho, gleiten doch langsam talabwärts. Und wenn jetzt ein kleiner Baum, ein junger Baum, in diesem Schneebrett logischerweise eingefroren ist, dann wird er mit der Schneebewegung auch ein klein wenig hangabwärts gedrückt. Ist er gut verwurzelt, überlebt er das, wird nicht abgerissen, sondern wird nur so ein bisschen von der Bewegung her nach unten gedrückt. Ja, und sollte er das eben bis ins hohe Alter überleben, dann sieht er irgendwann so aus wie diese Säbelwuchsfichte, die wir da eben entsprechend gerade sehen, weil sie noch eben beweglicher war, immer ein Stückchen mit in jedem Winter ein kleines Stückchen weiter hangabwärts getrieben wurde und das durch ihr Wachstum dann in der Vegetationsperiode, logischerweise ohne Schnee, das Ganze wieder ausgeglichen hat. Mal darauf achten, steiler Hang im Gebirge, gibt es fast immer irgendwo Bäume zu sehen, die entsprechend Säbelwuchs aufweisen. Muss allerdings ein schneereiches Gebirge entsprechend sein. Ja, Schutzwald, also ganz, ganz wichtig. Wir gucken uns jetzt nochmal den Hang gegenüber an. Da sehen wir auch, wenn der nicht komplett bewaldet wäre oder fast komplett bis auf die kleine grüne Insel da bewaldet wäre, das Risiko, dass da Lawinen runterkommen oder eben Murengänge, also Steinmatsch und Schuttlawinen im Sommer oder im Herbst oder wann auch immer, könnte theoretisch auch im Winter passieren, solange noch nicht viel Schnee liegt. Oder ganz beliebt mit der Schneeschmelze dann im Frühjahr, wenn enorme Wassermassen den Hang hinabströmen, aufgrund dessen, dass natürlich der Schnee schmilzt, dann ist alles, was unten im Tal ist, natürlich hochgradig gefährdet und ist der Hang erstmal komplett weg, beziehungsweise ist die Vegetation und der nährstoffreiche Boden vom Hang weg, dann wächst da auch nichts mehr. Und die Alternative zu Schutzwald ist hangschutzbauliche Maßnahmen in irgendeiner Form. Und die kosten gerade in der Schweiz wirklich ein Vermögen. Es ist unglaublich teuer, einen Hang mit mechanischen Maßnahmen zu sichern. Habt ihr sicherlich auch schon auf diversen Bildern in den Bergen mal gesehen, dass man da solche Schneesperren und Schuttsperren und sonstige richtige Stahlgerüste und alles in den Berg schleppt. Das kannst du nur mit dem Hubschrauber da hochbekommen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, das dann auch noch zu fixieren. Das muss auch noch zu einem Überfluss gewartet werden, regelmäßig, ob es noch stabil sitzt. Also das kostet Unmengen von Geld und da ist Wald, auch wenn der ebenfalls sehr viel Geld kostet, weil der muss auch gepflegt werden und gegebenenfalls muss man da sehr vorsichtig und sehr, sehr, sehr behutsam nachpflanzen, wenn doch mal Wald abhanden kommt. Auch das, wie gesagt, sehr teuer, aber spart extrem viel Geld im Vergleich zu den technischen Maßnahmen. So, wir gehen weiter. Also vielleicht wahnsinnig unwichtige Informationen, aber einer der großen Vorteile, wenn man mit einem Röhrblifarbenen Auto unterwegs ist, das übrigens auch den schönen Namen Röhrbli trägt, dann hat man den großen Vorteil, dass egal wie viele Höhenmeter der Parkplatz weg sein mag, man findet immer sein Auto. Grundsätzlich gibt es nie einen Parkplatz, egal wie groß, auf dem zwei Autos mit der Farbe des Röhrbli stehen. Survival Car. Jo, aber ist man dann hochgestiegen, kriegt man jedenfalls diese Aussicht, das Appenzellerland in der Ferne und wirklich, wirklich, wirklich eine atemberaubende und tolle Aussicht. Besonders bemerkenswert finde ich gerade noch beim, in Anführungszeichen, urbanen Teil des Appenzellerlandes, den wir eben im Bild hatten. Die Zeit scheint stillzustehen in dieser Landschaft. Das sieht alles ungefähr genauso aus, wie es auch schon vor 300 Jahren ausgesehen haben muss. Vielleicht ist die Straße ein kleines bisschen besser betoniert, aber zum Beispiel die Almen in der Gegend, die haben bis heute keinen Strom. Also das ist schon irre, wie urtümlich diese Landschaft zu sein scheint, und das, obwohl sie mitten in Europa liegt.
So, die Sequenz, die Evelyn hier freundlicherweise gefilmt hat, weil ich, wenn ich hier rumlaufen würde, müsst ihr euch das so vorstellen, dass ich versuche, die Wand ganz arg lieb zu haben, weil das ist wirklich nichts, solche Wege, die auf einer Seite steil abfallen. Wenn sie auf beiden Seiten steil abfallen, ist natürlich noch schlimmer, aber das ist wirklich nichts für mich gewesen. Da bin ich froh, dass ich da einmal hoch bin und danach hat dann dankenswerterweise eben Frau übernommen. Ja, aber das ist jedenfalls der Weg zwischen Escher und Wildkirchli. Zum Escher kommen wir gleich und zum Wildkirchli dann hinterher. Ja, also sicherlich nichts für Leute, die mit Höhen so ein bisschen ihre Schwierigkeiten haben. Teilweise ist es auch gar nicht so hoch, weil unter diesem Abhang ja dann relativ schnell noch ein Stückchen Wiese in Anführungszeichen kommt. Aber ja, für meinen Bedarf hat es gereicht. Sorry wegen der Wackelkamera, das ist einfach nicht anders machbar gewesen in der Situation hier. Jo, und hier steht es nun, das inzwischen schon zu berühmte Gasthaus Escher-Wildkirchli. Wie man sieht, ist das ein sehr altes, offensichtlich, Holzgebäude und zählt zu den ältesten Gasthäusern der Schweiz. In der heutigen Form besteht es seit 1884. Es gab allerdings schon nochmal deutlich früher, nochmal circa 30 Jahre früher, ein weiteres Gasthaus bzw. eine Ermitage, also den Lebensraum, die Wohnung, Rückzugsort eines Eremiten, der hier in den Höhlen an der Bergflanke gelebt hat. Und der hat wohl auch schon recht früh Gäste empfangen, deswegen kann man ungefähr sagen, dass circa seit 270 Jahren die Gastfreundschaft an dieser Stelle am Berg eben entsprechend groß geschrieben wird. So, doof jetzt übrigens. National Geographic hat mal eine Reihe gemacht, die schönsten Orte der Welt. National Geographic kennt man, ist ein Magazin, ne? Und hat da eben zum schönsten Ort der Welt oder zumindest auf das Titelbild dieser Zeitschrift, Ausgabe der Zeitschrift, hat man eben den Escher abgebildet, also das Gasthaus Escher-Wildkirchli. So, und das hat dazu geführt, dass die Touristenzahlen, die hierher gekommen sind und sich das angucken wollten und da auch übernachten wollten, weil früher war das auch das Übernachten eben entsprechend möglich, derart angestiegen sind, dass man die Übernachtung seit 3-4 Jahren eingestellt hat, einfach weil das unmöglich war, dass diesem Gebäude, das ist ja nun mal wirklich ein altes Gebäude, weiter zuzumuten, diesen enormen Strom an Leuten, die da ein- und ausgehen. Und auch heute noch ist es so, also jetzt Corona-bedingt gerade eine gewisse Erholung feststellbar und es war gar nicht so sehr überfüllt, aber der Wirt, der ursprünglich mal drauf saß, hat das nicht mehr länger machen wollen, denen ist das wohl auch zu viel gewesen mit den jetzt wirklich Massen an Touristen. Und eine Folge dessen, dass das jetzt so viele geworden sind, ist auch, dass man hier jetzt begonnen hat, weitere Nebengebäude daneben zu klatschen. Es gab bis vor wenigen Jahren wohl nur eben dieses alte Hauptgebäude und noch einen alten Ziegenstall. Und jetzt klatschen sie da ein modernes Teil nach dem anderen nebendran, einfach um die historische Bausubstanz vielleicht ein wenig zu entlasten und weil es einfach notwendig ist, aufgrund der schieren Masse an Touristen, die da eben ankommen. Man muss nicht zwingend den Berg hochsteigen, um dahin zu gelangen, sondern man kann auch auf die Ebenalb, das ist die Alb oberhalb von der Felswand, Ebenalb, so heißt sie genau, kann man hochfahren mit dem Seilbähnle und dann hat man nur noch 15 Minuten runter zum Escher. Das schafft jeder, auch wenn er ein bisschen wenig gut zu Fuß ist. Es sei denn, er hat krasse Höhenangst, dann vielleicht nicht, aber für alle anderen dürfte das kein Problem sein, also damit den Escher zu erreichen. Und ja, das macht ihn dann eben umso beliebter bei beispielsweise Horden von den berühmten fotoknipsenden Japanern oder Chinesen oder uns Deutsche sind, kann man jetzt da auch in der Hinsicht nicht unbedingt als allzu gern gesehenen Gast vielleicht eventuell ansehen, ne?
So, für uns Deutsche mag vielleicht noch ein kleiner Auszug aus der Speisekarte interessant sein. Ich habe mir inzwischen sagen lassen, die Preise vom Escher sind gar nicht mal so viel höher wie im Tal. Aber ja, wir kennen ja alle ganz gut die Preise für unser Bier daheim, ne? Und hier zahlt man für Lager hell beispielsweise, was immer das sein mag, ist wahrscheinlich irgendwie sowas, was der Bayer als ein helles bezeichnen würde, 6,50 Franken für einen halben Liter. Also gehen wir mal davon aus, wir wären alternativ auf dem Oktoberfest. Da zahlt man bekanntlich ca. 10 Euro oder noch ein bisschen mehr, je nachdem. Inzwischen wahrscheinlich 11, weiß ich nicht, für einen ganzen Liter. Und wenn wir also 6,50 Franken verdoppeln, dann sind wir bei 13 Franken für einen Liter. Und das ist dann ein bisschen über Oktoberfest-Niveau. Vielleicht gar nicht mal so ungerecht, wenn man bedenkt, dass das Oktoberfest, Entschuldigung, meiner Meinung nach völlig beschissen ist. Und der Escher immerhin wirklich ein krasser Ort. Ja, das ist er. Egal wie viele Touristen da rumrennen, der bleibt toll. Ja, vielleicht noch ein bisschen besser vergleichbar. Siedwurst mit Kartoffelsalat mit hausgemachten Senf. Auf gut Deutsch Würstchen mit Kartoffelsalat einfach. Für 21 Franken. Da wiederum krempeln sich mir zumindest die Fußnägel hoch. Das ist eine verdammte Wurst mit Kartoffelsalat. 21 Franken. Wer den Wechselkurs nicht im Kopf hat, der ist derzeit circa 1:1 zu Euro. Also ein Franken ist ein kleines bisschen weniger, aber das kann man sich fast schon schenken. Da sind dann halt schon wieder eher Schweizer Preise, wie sie etwas erschreckend für den einen oder anderen sein könnten. Ne? Ich meine ja nur. Übrigens, der Run auf den Escher ist gar nicht mal so neu, ehrlich gesagt, weil bereits Johann Gottfried Ebel, der deutsche Reiseschriftsteller und quasi Social Influencer des 19. Jahrhunderts, bereits eben am Escher gewesen ist und einen entsprechenden Reiseführer zur Schweiz verfasst hat, wo er den Besuch desselbigen Gasthauses entsprechend empfiehlt. Ja, also so neu ist das nicht, nur hat der Einfluss der Reiseempfehlungen, die heutzutage ausgesprochen werden, vielleicht noch ein bisschen mehr Touristenströme zur Folge, als das damals der Fall gewesen sein muss. Ja, die andere große Sehenswürdigkeit am Escher ist eben das Wildkirchli. Das gibt schon sehr, sehr lange. Das hat nämlich wahrscheinlich der Pfarrer Paulus Uhlmann 1658 nicht gegründet. Gegründet wurde es 1621 beim Mönch Philipp Tanner. Und der wiederum hat da dann halt eben ein Weilchen gewirkt und dann hat Paulus Uhlmann 1658 beschlossen, das Ganze noch zu einer Einsiedlerei auszubauen. Bedeutet, da hat ein Eremit gelebt, also wirklich immer nur einer gleichzeitig, den durfte man allerdings besuchen und hat bei dem dann auch übernachten dürfen. Und ursprünglich muss es wohl neben dem Kirchli, das wir hier gerade sehen, das sehen wir dann gleich, auch irgend so eine kleine Hütte gegeben haben, wo der halt entsprechend drin gehaust hat, ein einfaches Haus. Und man hat eben bei ihm übernachten können, wenn man in den Bergen unterwegs war oder ihn einfach sonst zur Andacht besuchen wollte oder sein Seelenheil eben entsprechend im Wildkirchli gesucht hat. Das Ganze ging circa 250 Jahre lang gut, offensichtlich, bis dann eines Tages einer der Eremiten, also der letzte Eremit, tödlich verunglückt ist, indem er halt da seine Mauer runtergeplumpst ist. Kein Wunder, wenn man an so einem blöden Ort lebt. Also für mich als Höhenängstler, blöden Ort, Entschuldigung. Für alle anderen sicher sehr reizvoll. Aber jedenfalls war das dann vorbei. Und man hat stattdessen das Gasthaus entsprechend hingestellt. Also kurze Zeit später folgte das Gasthaus auf den letzten Eremit, der halt runtergeplumpst ist. Gut, und außerdem ist dieses Wildkirchli-Höhlchen, hier diese Höhle, noch aus ganz anderen Gründen extrem wichtig und mein persönlicher Favorit in den ganzen historischen Eckdaten zu der Ecke kommt eben jetzt. So, ich bin mir der schlechten Lichtverhältnisse durchaus bewusst, aber das hier ist das Wildkirchli, die Höhle hinterm Escher. Escher habe ich gesehen, bin dran vorbeigelaufen, habe mich ganz schnell in die Höhle verkrümelt,
weil das alles von meiner Höhenangst her gar nicht so angenehm gewesen ist. Aber ich war da und bin durchgekommen. So, hier sehen wir jetzt eben die Bärengräber. Sensationsfund aus dem späten 19. Jahrhundert. Da hat man tatsächlich hier oben in dieser Höhle erstens mal einen Haufen Höhlenbärenknochen, das ist normal, und aber auch Überreste menschlicher Zivilisation. Keine menschlichen Überreste, aber Überreste menschlicher Zivilisation gefunden, nämlich sowas wie eben entsprechend Steinklingen und andere Steine, die hier einfach nicht von Natur aus hingekommen sein können. Da Tiere sowas nicht bewegen, kann es nur, ja, wir gewesen sein. Letztendlich, die Höhle ist wahnsinnig faszinierend, kostet keinen Eintritt, ist auch was Besonderes. Aber das ist in der Schweiz ja relativ häufig. Viele krasse Sehenswürdigkeiten, also alles andere kannst du nicht bezahlen, aber krasse Sehenswürdigkeiten, die sind gratis. Ja, jedenfalls, dass die Höhlenbären in solchen Höhlen oft verstorben sind, ist normal. Die haben da drin Winterschlaf gehalten. Und wann immer halt ein Bär irgendwann mal in Altersschwäche gestorben ist, dann im Regelfall in Form vom Winterschlaf. Das heißt, die Überreste von sämtlichen Höhlenbären hat man dann in Höhlen gefunden, einfach weil sie da Winterschlaf gehalten haben. Natürliche Feinde hatten die nicht, waren zu krass. Und dementsprechend ist das relativ normal, dass sich dann hier eben die Knochen über einen Zeitraum von 100.000 Jahren durchaus recht fleißig angesammelt haben. Weiß ich nicht, ob es 100.000 Jahre waren, aber irgendwas sehr, 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 sehr Langes. Jo, und weil wir jetzt noch ein ganz wichtiges Detail der Höhle noch nicht gesagt haben und ich zur Höhle zu wenig Bildmaterial habe, müsst ihr euch das, was ich habe, jetzt in Dauerschleife angucken, weil ihr habt ja genug Zeit hoffentlich mitgebracht. Wenn nicht, herzliches Beileid, dass ihr irgendwas von meinem Zeug angeklickt habt. Folgendes. Diese Höhle ist dahingehend besonders faszinierend, weil man hier die wahrscheinlich ersten Funde von Homo Neanderthalensis gefunden hat, die beweisen, zu diesem Zeitpunkt zumindest war es ein Sensationsfund, dass Menschen auch während der Hocheiszeit lustigerweise in den Alpen tatsächlich gehaust haben müssen, denn man hat in dieser Höhle zweifelsfrei eben Steinwerkzeug von Neandertaler gefunden, das nur von dem dorthin getragen geworden sein kann, und demzufolge muss er da zumindest zeitweilig gelebt haben. So, dazu jetzt ein paar Spekulationen. Erstens, was macht zum Geier der Neandertaler in einer so abgelegen von allem hoch in den Bergen liegenden Höhle? Das ist ja völlig bekloppt, da muss er jedes Mal da hochsteigen, wenn er abends nach Hause gehen möchte. Wäre das sinnvoll gewesen? Nein. So, also, kann man jetzt gleich mal vermuten, wenn man eben dann sich überlegt, gut, irgendwie haben die da gelebt, das heißt, die Landschaft wird damals vielleicht ein bisschen anders ausgesehen haben, und wenn man jetzt noch mal ein bisschen vor die Höhle geht, habe ich leider kein Bildmaterial dazu, und sich die Geologie der umgebenden Felsen anguckt, stellt man fest, aha, das Eis hat ungefähr bis und in manchen Höhestandphasen in die Höhle reingereicht. Die Höhle ist allein schon unter anderem durch das Eis überhaupt zur Höhle geworden und durch das Eis ausgehöhlt worden, weil so eine Höhle muss ja auch durch irgendwas entstehen, unter anderem, es ist hier ja Kalkgestein, das heißt, es ist auch sehr gut wasserlöslich, das heißt, Wasser hat zum einen die Höhle geformt, Eis hat zum anderen die Höhle geformt und unterm Gletscher war sie nie verschwunden. Das bedeutet, wahrscheinlich hat zu der Zeit, als der Neandertaler hier gehaust hat, der Gletscher bis zur Höhle gereicht und er musste quasi nur vor die Tür gehen, um dann über den Gletscher bequem dahin spazieren zu können, wo er halt eben entsprechend gerade hin wollte. Finde ich unglaublich faszinierend, und die Forschungsgeschichte dazu, dass man das eben rausgefunden hat, ist auch nochmal ganz spannend. Ich versuche mich diesbezüglich aber wirklich kurz zu fassen, weil das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. So, und zwar hat der St. Galler Naturforscher Emil Bächler, der so ein bisschen in Richtung Universalgelehrter gegangen sein dürfte, der hat zwar gefühlt seine erste Hälfte seines Lebens nur allen möglichen Krempel studiert, also sämtliche Naturwissenschaften, sämtliche Geisteswissenschaften, also fast alle, außer da jetzt irgendwelche große, außer Religion. Religion hat er nicht viel studiert, war ja damals auch noch eine der Geisteswissenschaften, beziehungsweise kann man heute da auch noch eventuell in diese Kategorie reinsetzen, wenn man das dann möchte. Jedenfalls 1904 ist er auf eigenen Wunsch, aus eigenem Antrieb und sogar mit eigenem Geld auf die Idee gekommen, in dieser Höhle eben entsprechend Grabungen einzustellen. Für mich ist er also damit ein sehr
sehr, 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 sehr toller Wissenschaftler, muss ich sagen, der Emil Bächler. Und hat dabei eben neben den Höhlenbärenknochen auch die Werkzeuge der Neandertaler gefunden. Diese auch korrekt auf vor 30.000 Jahren datiert. Und damit hatte er dann die Idee, die leider später widerlegt werden musste. Aber für den Anfang war es erstmal toll und hat den ersten Tourismusboom in diese Höhle übrigens auch ausgelöst, dass da wohl ein Bärenkult gelebt haben muss, der mit den Bären zusammen, also entweder die Bären erlegt hat und dann mit den Bärenknochen da irgendwelche kultischen Handlungen vollzogen hat oder selbst zum Wehrbär geworden ist. Okay, das hat er nicht gesagt, aber möglicherweise wird man sowas zu dieser Zeit gedacht haben und ich könnte es ehrlich gesagt nachvollziehen. Leider sind sämtliche Abnutzungsspuren an den Bärenknochen, wie man später herausgefunden hat, natürlichen Ursprungs und zum Beispiel durch Arthrose verursacht, weil es sind ja samt und sonders nur alte Bären, die hier drin gestorben sind. Und aufgrund der Analyse der Schichten, in denen man Bärenknochen und eben entsprechend Funde der Höhlenmenschen gefunden hat, kann man sagen, dass die sich, wenn überhaupt, dann nur ganz selten mal begegnet sind und nur in einer kurzen Epoche, in der eben beide in dieser Höhle gelebt haben. Aber die Bären waren eigentlich vor den Höhlenmenschen da und die Höhlenmenschen sind erst gekommen, nachdem die Bären scheinbar schon wieder weg waren oder die Bären sind dann weggeblieben, weil die Höhlenmenschen da waren. Auch das wäre eine Möglichkeit. Spannend übrigens, man war lange Zeit verwirrt, dass man keine Feuerreste gefunden hat in dieser Höhle, also keine Lagerfeuerreste. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ja eine Karsthöhle ist und der Boden regelmäßig rausgeschwemmt wird, wann immer es oben reinregnet. Also die Höhle ist oben offen und an der Seite offen. Es kann oben reinregnen und unten rausfließen. Und dementsprechend hat es den Boden einfach immer aberodiert und 30.000 Jahre alte Feuerreste sind demzufolge einfach schon weg. Anders als die Spuren, die man gefunden hat, die Steinwerkzeuge, die lagen nämlich in einer Senke und sind deshalb nicht weggespült worden. Also so gesehen Glück gehabt, wie ganz oft in der Forschung und besonders in der Archäologie, muss man einfach Glück haben. Jo, mehr will ich zur Höhle dann aber doch nicht. Wobei eine Sache vielleicht noch, bis in die 1970er Jahre, glaube ich, war die Höhle durchaus eine krasse Touristenattraktion für Innerschweizer und Außerschweizer. Aber man hat sie da mit Fackeln durchgeführt und die Fackeln haben dazu geführt, dass die Höhlenwände total verrußt sind und wenn dann die feinen Herrschaften mit ihren weißen, schicken Klamotten entsprechend an den Ruß gestoßen sind, waren die dann hinterher völlig entsetzt und um die feinen Herrschaften nicht weiter zu verärgern, hat man dann relativ bald darauf die Höhle auch erstmal für die Öffentlichkeit geschlossen, weil könnte ja dreckig werden, ne? So. Aber jetzt gehen wir wirklich auch mal weiter. Ich persönlich finde diese Höhle zwar unglaublich faszinierend, will aber nicht das ganze Video nur vom Escher und diesen Höhlen berichten. So, das ist also ganz offensichtlich hier das Appenzellerland. Guten Käse machen die hier. Und haben tolle Eingeborene. Also, eine. Eingeborenen. Primär eine Eingeborene, eine tolle. Alternativ zum Escher gibt es hier auch noch das Berggasthaus und eben die Bergstation. Es ist wohl mittlerweile ein ziemlicher Trend geworden, dass man hier mit der Seilbahn hochfährt, dann runter zum Escher marschiert. Das sind 10 Minuten Fußweg, wenn du halbwegs gut zu Fuß bist. 15 meinetwegen oder auch 20, wenn du halt nicht gut zu Fuß bist. Aber dann bist du beim Escher, dann gehst du vom Escher nachher wieder 20 Minuten hoch bis zur Bahn und kannst dann hinterher erzählen, du warst Bergwandern. Also das ist wohl inzwischen was ganz schlimm geworden ist. Näheres zum Escher gibt's dann, gab es ja schon im entsprechenden Voice-Over-Teil, wo ich mich in der Höhle versteckt habe und Evelyn dankenswerterweise die Fotos gemacht hat. Jo. Guckt euch den Weg an. Ja, man beachte den Zustand des Weges, ist hier bemerkenswert, tatsächlich sogar mit dem Eimerchen asphaltiert, gefühlt mit dem Eimerchen. Stöckelschuh-tauglich. So, hallo und herzlich willkommen jetzt mal wieder auch im Wald. Gefühlt war jetzt diese Wanderung gar nicht so viel im Wald. Jedenfalls dachte ich, ich mache noch einen kleinen Abendvlog für diejenigen, die das interessiert. Das sind manchmal
vielleicht nicht ganz so viele, egal, ich mache es jetzt jedenfalls trotzdem. So, und zwar, das da ist unsere Unterkunft für heute Nacht, bestehend aus einer Seite ganz zum Boden gezogen, eine Seite noch etwas frei schwebend, wie man hier sehen kann, man kann ja drunter durchgucken. Ich liege auf der offenen Seite, Evelyn auf der geschlossenen Seite. Das dient vor allen Dingen dem Zweck, dass ihr Schlafsack nicht so warm ist wie meiner. Ich habe da ja, das kann ich nicht oft genug betonen, wirklich mal sehr viel Geld ausgegeben. Bin dementsprechend jetzt schnell gut ausgestattet. Und ja, gut. Aber deswegen eben derjenige, der den wärmeren Schlafsack hat, kommt auf die zugigere Seite. Von meiner Seite aus ist auch zu erwarten, dass es, wenn es dann einigermaßen winden sollte, wir rechnen eigentlich nicht mit viel Wind, aber wenn es dann doch ein bisschen winden sollte, dann kommt das Ganze wahrscheinlich eben entsprechend aus meiner Seite. Und ich bin dann, also auch aus meiner Seite, ist das Problem im Gebirge. Wind scheint oft von vielen Seiten zu kommen. Das liegt einfach an den kleinräumigen Strukturen, dass mal der eine Berg den Wind in die Richtung leitet, der andere Berg den Wind in die Richtung leitet. Und dann kann das schon etwas verwirrend sein und man kriegt quasi Wind von allen Seiten gefühlt. Oder er kommt halt mal von da und mal von da. Und dementsprechend ist es ganz sinnvoll, wenn, wie gesagt, auf der einen Seite ich Windschutz, auf der anderen Seite Tab Windschutz, und dann müsste das funktionieren. Schauer wären möglich, sind aber nicht wahrscheinlich. Wir sind hier allerdings eben auch in den Alpen, das heißt, die Wettervorhersage ist ohnehin nicht so zuverlässig, wie sie das woanders gegebenenfalls ist. Das ist so ähnlich wie auf dem Meer, da darf man auch nie davon ausgehen, dass es garantiert keinen Sturm gibt, und so ähnlich verhält es sich halt auch entsprechend in den Bergen. Ja, was ich jetzt noch erzählen wollte, war der aktuelle Fitnesszustand. Mir geht's hervorragend. Ich muss jetzt nicht heute noch was weiß ich wie viel weiterlatschen. Ich könnte es zur Not allerdings. Und das ist wirklich eine wunderbare Erkenntnis. Mir tut nichts weh, nicht mal die Fußsohlen, der Rücken nicht, die Schultern nicht. Ich musste mich vor den Ultraleichtrucksack auch erstmal noch ein bisschen akklimatisieren, weil der hängt halt nur an der Schulter. Ja? Und selbst wenn der effektiv diesmal heute nur, weiß ich nicht, 7 Kilo, 6 Kilo, 6, 7 Kilo, irgend sowas um den Dreh gehabt haben dürfte mit Wasser, dann, selbst dann, sind das halt 6, 7 Kilo, die direkt an den Schultern hängen. Und wenn man es gewöhnt ist, normalerweise einen massiven Rucksack mit Hüftgurt zu haben, wo man halt eben jede Menge Gewicht auf die Hüfte übertragen kann, hat man auf den Schultern effektiv schnell mal weniger Gewicht als 6, 7 Kilo. Kann zumindest zwischendurch mal auch einfach sagen, jetzt packe ich mal alles auf die Hüfte, jetzt darf man wieder ein bisschen mehr auf die Schulter und. Dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh, dass es da diesmal überhaupt keine Zipperlein gegeben hat. Vielleicht gerade noch ein paar Worte zur Lagerplatzwahl. Tatsächlich ist das, wo jetzt unser Tarp steht, die einzig ebene Fläche hier weit und breit. Das sieht jetzt so aus, als wäre es daneben dran auch noch relativ eben. Ja, man hätte vielleicht noch drei Personen nebeneinander bekommen. Aber ansonsten sieht es wirklich nur so aus. Ebene Fläche ist hier extrem selten in dieser Landschaft, was normal ist in einem Gebirge. Da ist es halt nun mal hügelig. Oh, da kommt der Mikrofonpuschel, danke. Hervorragend. Jetzt, falls Wind zu hören gewesen sein sollte, dann jetzt nicht mehr. Jedenfalls, ja, wir haben eine ebene Fläche gefunden, eben zu allem Überfluss auch noch hier halt ein wenig windgeschützt eben durch den Wald per se. Sollte es regnen, ebenfalls durch den Wald per se, fallen die Tropfen schön senkrecht. Das heißt, dieser Tarpausbau, der ja nicht an allen Enden bis auf den Boden reicht, dürfte auch wunderbar funktionieren. Wir haben die komplette Länge vom Tarp zur Verfügung, um unsere Ausrüstung entsprechend zu verstauen. Und jetzt kommt der Hubschrapp. Übrigens, was an diesem Lagerplatz auch noch toll ist, der ist relativ kuhsicher. Das kommt nämlich ja noch erschwerend dazu, dass hier eben auf den Almen überall Kühe rumrennen. Und mit Kühen ist wirklich, wirklich nicht
zu spaßen, wenn die das Gefühl haben, dass man irgendwelchen Unsinn auf ihrer Weide anstellen möchte oder in ihrem Territorium oder das, was sie dafür halten, dann können die wirklich auch schon mal unangenehm werden. Normalerweise sind sie es ja nicht. Normalerweise sind sie sehr freundlich und neugierig und sympathisch und schmecken gut und geben tolle Milch. Und ja, normalerweise, aber wie gesagt, wenn man da wirklich übernachten möchte, es reicht ja schon, wenn einem die Kuh dauernd sämtliche Heringe aus dem Zelt reißt, weil sie halt die Zeltleine nicht sieht und durchrennt. Und ja, das ist schon unangenehm genug und kann auch sein, dass er dann aus Versehen auf einen drauf trampelt oder auch völlig unbewusst und ohne böse Absicht. Das tut auch nicht gut. Und allein deswegen im Kuhgebiet übernachten tendenziell nicht so gut. Man hört sie ja im Hintergrund bimmeln. Wenn ihr sie nicht hört, ich halte euch mal. Jetzt müsstet ihr sie eigentlich bimmeln hören. Praktisch hier bei den Schweizer Kühen, die bimmeln immer so schön. Ja, also das ist auch nochmal wichtig, eben Gefahr im Wald, Kühe, muss ich mal irgendwann auch machen. sonst noch was zu Wesentliches zu sagen, wir kochen jetzt dann, wir werden dann eine gesunde Mütze voll Schlaf nehmen, morgen geht es dann noch ein bisschen weiter und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, also entweder können wir komplett runter, bis wir zu einem weit, weit entfernten Bahnhof des Appenzeller Bähnli kommen und mit dem Appenzeller Bähnli zurückfahren nach, wo haben wir geparkt? Fischbachau? Was? Wo haben wir geparkt? Fischau? Fisch? Nein, Wasserauen. Wasserauen. Ja, cool. Ich wusste aber, dass es irgendwas mit Fisch zu tun hat. Ja. Wasserauen. Und da haben wir jedenfalls geparkt und das heißt, da müssen wir irgendwie wieder hin. Und eine Möglichkeit wäre also das Appenzeller Bähnli. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass wir auf den, wie heißt der Berg, wo wir hoch wollen? Morgen? Ja. Kronberg. Kronberg? Mit die Krone. Ah, Kronberg. Kronberg, ja. Da gibt es eine Seilbahn, die geht runter. Das wäre auch noch eine Option. Ehrlich gesagt hätte ich... Und das Appenzeller Bähnli. Das Appenzeller Bähnli. Sie erzählt mir dauernd, das Appenzeller Bähnli wäre ja was weiß ich was für was Tolles. Und ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, was an diesem Ding bitteschön so besonders sein soll. Es gibt wohl die modernen Wagen und die nicht so modernen Wagen. Das Appenzeller Bähnli ist ganz toll. Damit bin ich früher immer zur Schule gefahren. Ach, deswegen? Und auch sonst. Ja. Hallo übrigens. Sie ist ja gebürtig hier aus der Gegend. Also falls ich das noch nicht per Voice-Over irgendwo eingefügt habe, hier jetzt die Information. Also ich habe eine extrem einheimische Führerin dabei. Das merkt man aber auch. Ja, ja, hier kenne ich mich halt aus. Ist toll, also wirklich eine wunderschöne Ecke. Echt wahnsinnig hübsch. Und wir haben Glück, weil durch die Rest-Corona-Situation ist nicht so viel los. Also es ist viel los, aber offensichtlich ist sonst... Es ist nicht viel los. Ja. Also das Freitag und nachher ein verlängertes Wochenende ist es nicht viel los. Und du bist ja auch der Quotendütsche. Ich bin der Quotendütsche. Wir haben noch zwei andere Dütsche getroffen die haben sich aber dumm sofort als Dütsche zu erkennen gegeben, indem sie wenigstens nicht mal versucht haben, ein halbwegs anständiges Gürzi hinzubekommen. Das war jetzt falsch, oder? Du hast es schon besser gemacht. Ich habe es schon besser. Spontan sind sie am besten. Ja. Spontan, wenn Schweizer anwesend sind. Also abgesehen von... Grüezi? Grüezi. Siehst du, das war es perfekt. Du musst einfach das Grüezi schon mal einmal grad vorher gehört haben, dass du es spiegeln kannst. Ah. Wenn man das wenigstens versucht, dann besteht zumindest die Chance, dass bei Wind und Wetter und im Fluss des Laufens der Schweizer nicht merkt, dass er es mit einem Dütschen zu tun hat. Ja, aber wenn man gleich Hallo und Grüß Gott sagt, dann hast du verloren. Servus haben sie nicht geht gesagt. Auch nicht hier. Was haben sie gesagt? Hallo und Grüß Gott? Ja, Grüß Gott. Grüß Gott und Hallo. Nein. Die eine, der RR grüßt Gott und sie, glaube ich, irgendwas. Hallo. Mhm. Ja, aber da hast du schon verloren. Da weiß ja jeder, dass du Deutscher bist. Und dann, nein. Dann behalten sie nein, dich. Am besten gibt man sie... Am besten gibt man sich gar nicht erst als Deutscher zu erkennen. Und dann lebt man länger. Die haben ja alle Gewehre. Wir kochen jetzt was. Okay, Küche steht. Wir entzünden gleich mal
Also das Kommando, das ich entzünden soll. Wir bedeutet du, Schatz. Weil du hast die Hände voll. Weil ich habe die Hände, eine Hand eigentlich nur, gerade aktuell, aber die andere brauche ich, um sie locker auf mein Knie zu legen. Danke. Wunderbar. So, Topf. Es gibt heute heißes Wasser mit was drin, wie so oft. Wir hätten jetzt natürlich theoretisch die Kapazitäten gehabt, irgendwas Fancy-mäßiges zu kochen. Dann hätten wir ja schon wieder mehr schleppen müssen. Und es waren viele Höhenmeter heute. Und waren wirklich ordentlich Höhenmeter. 1600, das waren schon mal 800. Und wieder runter, eine ganze Backe. Also sie sind auf ungefähr 800 gestartet, das weiß ich nicht ganz auswendig. Die Schwergalb ist meines Wissens auf 1600 Ungrad. Also ein bisschen mehr als 1600, da waren wir aber nicht ganz oben, sind dann wieder abgestiegen auf 1100 runter und jetzt sind wir ungefähr auf 1200 Höhenmeter. Nach Adam Riese ganz schön viele Höhenmeter. Das sind einige. Ja. Und deswegen dachten wir, da brauchen wir jetzt nicht, was weiß ich, was Fancy-mäßiges zu essen mitnehmen. Und es gibt zweimal Tüte, da hinten steht sie. Das sind umgetütete Fertignudeln, die man nur noch mit heißem Wasser übergießen muss. Die ziehen dann eben entsprechend. Ist einmal, glaube ich, irgendwas mit Rahm und einmal irgendwas mit Käsesoße. Und ja. Die muss man nur übergießen? Die muss man nur übergießen. Das heißt, ich kann das hier in den... Du kannst das da genau. Du kannst das in die Schüssel tun. Unser übliches Kochtopfset mit Topf, Schüssel und jede Menge Platz, um halt dann in der Schüssel im Topf noch Kleinkram zu verstauen. Der Gasbrenner, das ist dieser blöde BRS-Stove, das ist so ein Billigding aus China, das halt wirklich so billig ist, aber komischerweise trotzdem funktioniert, das nur angeblich 15 Gramm wiegt, tut's nicht, wiegt glaube 24, aber scheißegal, ist immer noch sehr wenig. Ja, das ist es im Grunde und jetzt gibt's dann irgendwann heißes Wasser und dann wird heißes Wasser da reingekippt und... Oh, das ist mir relativ egal. Hast du eine Präferenz? Das ist Käse. Dann machen wir halt den Halb. Na gut, dann machen wir doch. Kannst du das als erstes mal anrühren? Ich kann das dann anrühren. Dann machst du die andere Portion. Alles klar. Ja, das dürfte ziemlich selbsterklärend sein, dass wir melden uns dann nochmal schnell, wenn es Essen gibt, ob es schmeckt. Guck mal, die Sonne scheint schön rein. Tatsächlich. Oh. Ja, es wird kühl. Auch jetzt langsam, ne? So ein kleines bisschen. Du hast ja auch schon die Jacke an. Ja, deshalb hat immer hinten an den Rücken gezogen. Ja, es wird schon langsam. Ich glaube, ich setze mir auch gleich noch was Alternatives auf den Kopf. So, Essen ist fertig. Schatz, hältst du mal kurz noch einmal ein bisschen. Ja. Das ist die Variante Käsenudeln mit Kräutersoße, glaube ich, heißt das. Und schmeckt's. Ja. Natürlich nicht so gut wie selbst. Ist selbstverständlich kein Meisterwerk. Und das hier ist jetzt Rahmnudeln mit Möhrchen und ich glaube Schnittlauch oder was da noch drin ist. Mehr oder weniger. Gut, hauen wir uns rein. Ist zu immer mal heiß und tut jetzt gut. So, Essen ist gegessen und wir werden jetzt ganz allmählich drüber nachdenken, unser Nachtlager tatsächlich aufzusuchen. Es bleibt halt inzwischen schon wirklich lange hell. Es ist jetzt 7:05, habe ich gerade nachgeguckt. Und ja, im Grunde zu früh zum Schlafen gehen, aber großartig viel machen tut man jetzt halt auch nicht mehr. Man könnte jetzt selbstverständlich noch sich einen Löffel schnitzen. Nee, davon abgesehen wird es ein bisschen kühl. Dann könnte einen Nachtspaziergang machen. Das ist jetzt bei dieser Location nicht besonders reizvoll, weil man kann im Prinzip nur den Weg, den wir gekommen sind, zurücklaufen oder den Weg, den wir morgen gehen werden, weiterlaufen. Gibt hier jetzt keine großen Ausweichmöglichkeiten. Ich mache den Nachtspaziergang per se ja eigentlich sehr gerne, wenn ich irgendwo einen Lagerplatz habe, der beispielsweise in einiger Entfernung einen kleinen Hügel mitbringt. Ja, und dann kann man vielleicht noch auf diesen kleinen Hügel nochmal hochsteigen, dass man da irgendwie 5-6 Minuten hinmarschiert, auf den Hügel steigt, da sitzt, bis einem kalt wird. In den 5-6 Minuten müsste einem hoffentlich warm werden. Dann eben entsprechend zurück zum Lagerplatz. Dann wird einem hoffentlich wieder warm. Und dann kann man warm in den Schlafsack. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Das mache ich gern. Insbesondere mache ich das gern, wenn ich nicht völlig K.O. bin am Abend. Was ja heute der Fall ist. Also theoretisch könnte man das noch machen. Aber ich glaube nicht. Das lädt hier wirklich einfach gerade nicht besonders dazu ein. Der Hügel ist hoch oben. Der nächste Hügel ist ein Berg. Also so. Nein. Das heißt, da waren meist nicht mehr viel. Da können wir jetzt vielleicht eventuell noch irgendwelche
lustigen Sächelchen noch. Wir spielen zum Beispiel gerne, wenn wir gemeinsam im Schlafsack, also jeder in seinem Schlafsack liegt, spielen wir zum Beispiel gerne noch, wer bin ich? Wer bin ich, kennt ihr, das ist diese Sache mit dem, bin ich männlich? Nein. Bist du, bin ich weiblich? Nein. Bin ich immateriell? Ja. Oh. Und dann immer weiter raten, bis man irgendwie rausfindet, dass man dann der Heilige Geist ist oder was weiß ich. Hatten wir den Heiligen Geist schon mal? Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht. Ja, aber heute kannst du ihn nicht brauchen. Ja, stimmt. Habe ich jetzt schon verraten. Ja, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann auch Ich packe meinen Rucksack spielen. Also ich packe meinen Koffer, die Outdoor-Version. Ich packe meinen Rucksack. Theoretisch, wer Spaß dran hat, noch irgendwelche Wortspielchen, wo du irgendwelche Wörter, Sätze ergänzen, Sätze weiterbauen und so weiter. Da habe ich aber keinen Spaß dran. Das sind einfach so, wenn man zu zweit ist, verbale Möglichkeiten, sich, wenn man schon im Sack liegt, noch die Zeit zu vertreiben, braucht keinen Strom, braucht kein Licht, braucht überhaupt nichts. Im Prinzip sehr praktisch. Ja, also auf irgend sowas wird es vielleicht hinauslaufen, denke ich. Dann wünschen wir gute Nacht, Schatz. Schlaf gut, Wiedersehen, wie auch immer. Was sagt man da? Gute Nacht. Ja, aber Sie gehen ja nicht schlafen, wir gehen schlafen. Stimmt. Gute Nacht, Ben. Gute Nacht, Schatz. Ja, sie hat recht. Was sagt man da? Dann geht ihr jetzt am besten einfach auch schlafen und guckt das Video morgen zu Ende. Wenn es jetzt 12 Uhr Mittag ist, egal. Mittag schläft ja dann noch keinem geschadet. Tschüss. So, ich muss den Morning-Vlog machen. Wir haben schon zusammengepackt. Das hier ist unser Lagerplatz. Man sieht hier diese zwei charakteristischen Häufchen mit unter anderem Fichtenzapfen und was da sonst noch so rumliegt. Das waren Löcher, die haben wir aufgefüllt, damit wir halt hier eine schöne ebene Fläche kriegen. Dass die Vegetation fehlt, das war schon vorher so. Und in den Löchern, da lagen vorher die beiden Holzteile da, die da drüben jetzt liegen. Ja, die haben wir zur Seite geschoben. Theoretisch könnte man die jetzt wieder zurück in die Löcher schieben, aber da die da eh nicht natürlich gelegen haben, würde ich jetzt fast sagen, das lassen wir so, wie es ist. Das ist auch kein Schaden. Das Zeug hier in den Löchern wird auch entsprechend verrotten. Und dann passt das. So, das ist jetzt nochmal der Wald, in dem wir genächtigt haben. Dazu wollte ich noch eine Kleinigkeit anmerken. Prinzipiell sind das hier wirklich schön gewachsene und auch durchaus gesunde Fichten. Auf der Höhe ist der Borkenkäfer nicht mehr so sehr das Problem. Aber wenn man so drüber nachdenkt, was jetzt aus diesen Fichten werden wird, wenn die dann mal eines Tages eben fallen, dann kriegt man aus forstwirtschaftlicher Sicht so ein bisschen das kalte Grausen. Die haben natürlich hier Äste ohne Ende, besonders bei dem Exemplar jetzt in der Bildmitte, kann man das wunderbar sehen. Das ist, ja, kommt drauf an, was man halt daraus machen will. Wenn es wirklich nur für Bauholz gedacht ist, okay, aber nehmen wir mal an, die hätte keine Äste, beziehungsweise die hätte man rechtzeitig geastet. Oder so ziemlich alle, die hier stehen. Wenn man die rechtzeitig geastet hätte, dann hätte man hier wunderbar 1A Qualitätswertholz produziert und das auch noch mit super engen Jahrringen. Da wäre es dann auch durchaus möglich, dass da einzelne Bäume für den Instrumentenbau dabei sind. Also Instrument, so ein Instrument. Ne? Ja, also das ist ein bisschen sehr schade und der wirtschaftlich denkende Teil von mir fragt sich, ja, war das den Schweizern egal? Haben sie sich gesagt, ach, das geht uns nichts an? Wahrscheinlich. Davon abgesehen haben sie ja noch genügend Gold rumliegen und dann brauchen sie natürlich keine wertvollen Hölzer. Naja, tatsächlich ist es halt so, das hatte ich aber woanders auch schon per Voice-Over angesprochen, hoffe ich zumindest, dass ich das zu diesem Zeitpunkt habe. Forstwirtschaft, ja, ist in der Schweiz eher ein geringer Wirtschaftsfaktor. Da ist nicht allzu viel zu holen, weil das Problem ist eben, dass die Holzernte an solchen Hängen, gehen wir dann mal vor, so teuer ist. Da kannst du nämlich nur noch seilen. Da fährt kein Harvester, kein Schlepper, kein gar nichts mehr. Also wirklich nur noch mit Seil arbeiten.
Das ist so teuer, da man ja wieder Schweizer auch Löhne zahlen muss für diejenigen, die das Holz entsprechend holen, dass man es dann auch wieder zu Schweizer Preisen verkaufen müsste. Das heißt, dann müsste man es international zu Schweizer Preisen, ja eigentlich eher national zu Schweizer Preisen verkaufen, weil international kann kein Mensch Schweizer Preise bezahlen. Und national hält auch niemand einen Schweizer davon ab, sein Holz aus dem Ausland zu importieren. So, und dann kommt noch erschwerend dazu, fast jeder Schweizer Wald, der potenziell überhaupt zur Nutzholzerzeugung taugt, ist ein Hang. Das liegt einfach daran, dass die Schweiz eben entsprechend viel Hang hat. Und dann ist halt überall die Holzernte entsprechend teuer. Die paar Flachlandwälder, die sie sich noch leisten, da wo sie auch landwirtschaftliche Nutzfläche haben, ist genau das das Problem. Sie haben halt auch landwirtschaftliche Nutzfläche. Und da sie davon relativ wenig haben, sollte die landwirtschaftliche Nutzfläche halt dann auch genau so genutzt werden, damit die sich halt zumindest halbwegs selbst ernähren können, die Schweizer. Was wohl funktioniert, wenn sie dann regelmäßig Kartoffeln anbauen. Es gab da wohl im Zweiten Weltkrieg die große Zeit der Kartoffeln und des Käses, wo man sich überwiegend aufgrund dessen, dass halt außenwirtschaftlich nicht so viel Handel möglich war, von Kartoffeln und Käse ernährt hat. Da gibt es heute noch ein beliebtes Gericht, das aber erstaunlich lecker schmeckt, das glaubt ihr gar nicht. Gschwelti mit Käse. Gschwelti mit Käse sind einfach nur gekochte Kartoffeln. Ich könnte übrigens auch mal mich ins Bild halten, nur mal so. Das sind einfach nur gekochte Kartoffeln und dazu verschiedener Käse. Das heißt, man schnibbelt sich dann ein Stück Kartoffel ab, legt ein Stück Käse drauf, schiebt sich beides in den Mund und das schmeckt so genial. Das ist so simpel und doch so lecker. Also wirklich ganz viele verschiedene Käse und ganz tolles Essen. Schmeckt besonders gut, wenn man es draußen macht, vielleicht die Kartoffeln auch schon mitnimmt oder die berühmten Alu-Kartoffeln aus dem Feuer. Die kann man sich, Alufolie ist böse, man kann sie ja mehrfach verwenden. Also zumindest die man daheim eben aufgehoben hat, kann man dann für eine letzte Verwendung dann im Feuer entsprechend nochmal verwenden, sofern man daheim überhaupt noch Alufolie verwendet. Wenn man es nicht tut, ist auch gut. Aber theoretisch wäre das also eine mögliche Anwendung, um seine Kartoffeln heiß zu bekommen. Man kann sie übrigens auch einfach mit Schale ins Feuer schmeißen, in die Glut. Da geht auch, da muss man halt eben die erste Schicht ein bisschen wegkratzen und kriegt dann im Inneren aber trotzdem immer noch essbare Kartoffel zustande. Ja, und das schmeckt jedenfalls total toll und das ist eben ein Resultat davon, dass Kartoffel recht effizient ist, in der Schweiz auch recht gut wächst und man damit also am ehesten die Nahrungsgrundlage für die Bevölkerung legen konnte. Wenn halt es notwendig ist, dass die Schweiz sich autark ernährt. Und was haben sie dann noch? Kühe. Und was geben die? Milch. Und was ist Milch nicht? Lange haltbar. Und deswegen Käse, weil der ist es. Und dementsprechend, ja, simpel, aber lecker und effizient und hat offensichtlich funktioniert und am Hungertuch nagt die Schweiz ja bis heute nicht. Also das kurz nochmal zu dieser Geschichte. Das heißt einfach, die Forstwirtschaft, die Holznutzung in wirtschaftlichen Kategorien ist hier nicht sehr ausgeprägt. Und nochmal, fast jeder Berg, jeder Wald ist ein Hang und das führt dann halt nochmal erschwerend dazu, dass der Hang auch bitte bestockt bleiben soll, weil sonst kommt der Hang nämlich runter. Wenn man den Wald wegnimmt, aber das haben wir woanders schon gesehen, kann das ganz, ganz schnell passieren, dass der Hang runterkommt und da hat auch keiner was von. Und deswegen, da Holz nur so ein geringer Wirtschaftsfaktor ist und man den Hang lieber schützen möchte, gibt es relativ wenig Fichtenmonokultur, die hier aber wirklich nicht so dramatisch ist wie anderswo, weil wir befinden uns auf 1200 Metern, da kann man schon mal eine Fichte pflanzen. Das kann man da definitiv dann. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Jetzt gehen wir los. So sieht der Lagerplatz jetzt gerade nochmal aus. Hier ich, da Rucksäcke, da Frauching und dann gehen wir weiter. Ne? Und mal gucken, was als nächstes zu sehen gibt.
So, inzwischen ist es ganz schön kühl geworden. Man sieht auch, es ist sehr dunkel unter der dicken Wolke. Aussicht ein bisschen beeinträchtigt. Fernsicht könnte besser sein. Und die Berge hängen halt auch in der Wolke. So, ein paar Takte zum Schweizer Wanderwegesystem. Das hier ist eine alpine Route, ein Weg mit besonderer Gefahr. Also da will ich wirklich nicht lang, da geht es dann Steilhänge hoch und was weiß ich, was alles für Späße. Die Markierung lautet weiß-blau-weiß, es gibt auch noch weiß-rot-weiß und es gibt gelbe Wege. Die blauen, also die weiß-blau-weiß, das sind eben diese alpinen krassen Teile. Oft steht da auch noch dabei, dass man dafür bestimmte Ausrüstung braucht, meinetwegen Steigeisen oder sonst was. Die können auch immer sehr, sehr lange dauern mitunter. Insbesondere, wenn man dann nicht Superman ist. Und dann gibt es eben die gelben Wanderwege. Hier sind sie auf dem Schild. Das sind ganz normale Wanderwege. Die sind für jeden halbwegs Otto-Normalverbraucher begehbar. Und die weiß-rot-weiß, das ist ein Bergwanderweg. Der erfordert ein gewisses Maß an Trittsicherheit. Und er ist auf jeden Fall nicht mehr kinderwagentauglich. Und gewisses Maß an Konditionen für den Durchschnittsschweizer, also kein Problem. Für einen Deutschen wie mich kann so ein Bergwanderweg, gerade aufgrund der Exponiertheit und der Tatsache, dass man da manchmal auch so ein kleines bisschen schwindelfrei sein sollte, dann auch schon so eine kleine Herausforderung werden. Aber an sich, die Wegebeschaffenheit stellt überhaupt kein Problem dar. Also für einen geübten Wanderer würde ich sagen. Jo, aber gelbe sind recht relativ harmlos. So, und wenn man dann auf so einer Hütte Pause macht und sich dort ein Glas Milch reinzieht, dann stellt man fest, das ist das weltbeste Getränk. Also wirklich die beste Milch, die ich je getrunken habe, im Übrigen auch die teuerste, aber die beste Milch, die ich je getrunken habe. Nebendran saßen noch ein paar Leute, die haben Bier getrunken. Was ein Schwachsinn. Was soll man denn mit einem Bier, wenn man die weltbeste Milch haben kann? Ich meine, Bier gibt es unten im Tal auch. Super, super frische Milch von der sympathischen Kuh, die nebendran das Graskorn zählt, die kriegt man nur hier. Also wirklich köstlich, ein Genuss. Ja. Das sieht man zwar nicht gut, aber das hier ist ein Feld mit scheidigem Wollgras. Das ist eine typische Pflanze, die in vernässten Standorten gefunden wird. Also ist das hier so eine leicht moorige Fläche. Der Weg ist auch ein bisschen befestigt worden, dass man sich halt nicht so schnell nasse Füße holt. Wollgras immer wirklich ein eindeutiges Indiz dafür, dass nass wird. Und man kann theoretisch die weißen Puschelchen übrigens auch sammeln und sie als Kopfkissenfüllung verwenden. Ist aber eine Heidenarbeit, also lediglich für verzweifelte Situationen vor ein paar hundert Jahren wirklich empfehlenswert.
würde das Bähnle runterfahren, wenn es dann fahren würde. Aber da es nicht fährt, aufgrund von Corona, dürfen wir runterstapfen. Die gute alte Kronbergbahn. Ja, Freude herrscht. Also das hier ist jetzt ein sehr, sehr, sehr naturnaher Fichtenwald. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, wenn er eben ganz nah dran ist, an dem wie er aussehen sollte. Der Abstieg von Kronberg, der ist, entschuldige, du hast gerade gesagt, Schatz, wie viel? 1660. Wir sind jetzt geschätzte 150 bis 200 Meter tiefer. Und das ist absolute Fichtenwaldzone. Ja, also hier ist keine andere Baumart zu erwarten als die Fichte. Und das sieht dann so aus. Das Brüneli. Das Ding ist wirklich, wirklich klein. Die Kiste hat 50 x 30 cm oder sowas. Ne? Nur falls man das nicht richtig einschätzen kann auf dem Bild. Cool. Sieht zum Brüllen aus. Der Sentis. So, und damit herzlich willkommen in Appenzell. Das ist der Hauptort von Appenzell Außerrhoden, Innerrhoden, Entschuldigung, Appenzell Innerrhoden und tatsächlich nur ein Dorf offiziell. Paar kleine Fakten zur Stadt und dann haben wir es aber auch. Ja, Leute wie dieser hier sind der Grund, weshalb ich immer ein bisschen Angst habe bei Aufenthalt in der Schweiz. Das ist nämlich der Uli Rotach. Der hat vor einer brennenden Scheune, ist ein Appenzeller Volksheld, 12 wahrscheinlich Habsburger niedergeknüppelt, bevor er selbst in der brennenden Scheune umkam. Denn die haben ihn da reingetrieben, weil anders konnten sie nicht umbringen. Und ja, er hat sie alle niedergeknüppelt, wie man hier sehen kann. Und das mit einem ganz großen Knüppel und wehendem Gewand. Und ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt eine Hose angehabt hat dabei. Also da muss man schon vor Ehrfurcht Reiß ausnehmen. So, schön sind vor allen Dingen diese schmiedeeisernen Schilder, die an den jeweiligen Gebäuden dranhängen, je nachdem wer da drin hockt, der Apotheker hat ein Apothekerschild und so weiter. Das ist wirklich was Hübsches und lohnt sich, wenn man sich da umguckt. Ansonsten, irgendwann hat mal irgendein Appenzeller angefangen, die Fassade seines Hauses bunt anzumalen. Das fanden alle anderen auch schön und haben entsprechend mitgemacht. Und deswegen haben die jetzt alle so tolle Fassaden. Und das nächste, teilweise gibt es noch Holzhäuser, die tatsächlich in ihrer Grundsubstanz circa 500 Jahre alt sind. Und es stehen also noch die ein oder andere Kostbarkeit von vor dem großen Brand Mitte des 16. Jahrhunderts. Also das ist schon Quatsch von vor, also danach, unmittelbar danach. Und das ist also schon wirklich beeindruckend. Ja, und dann gibt es die Besonderheit Landsgemeinde. Und dazu kommen wir jetzt. So, hier sind wir jetzt am Landsgemeindeplatz, heißt glaube ich so. Und das ist der Ort, wo tatsächlich immer noch traditionell die Appenzeller zusammenkommen, um dann irgendwelche Gesetze oder ähnliches zu beschließen. Das funktioniert wohl immer noch so, dass jeder den Säbel hat, den entsprechend heben darf und dann stimmberechtigt ist. So, also hier auf dem Landsgemeindeplatz, da geht es mir jetzt keinesfalls um die Fahrzeuge im Vordergrund, aber ich konnte einfach kein anderes Bild machen, weil da so viele Leute rumgerannt sind, die ich natürlich nicht im Bild haben wollte, beziehungsweise ihnen das nicht antun wollte. Das läuft so ab, dass da hinten vor den Häusern, den bunten, tatsächlich irgendwie so eine Bühne aufgebaut wird und da steht dann der Obermotz und
Der Obermotz geht dann sämtliche Gesetzesvorschläge durch und Abstimmungsvorlagen. Die kann man vorher als stimmberechtigter Bürger auch einzeln schriftlich einreichen. Da kann also einiges zusammenkommen. Und auf dem Platz selbst steht halt tatsächlich die Landsgemeinde, also sämtliche stimmberechtigten Bürger, die sich dadurch auszeichnen, dass sie halt eben entweder eine Abstimmungskarte, das geht wohl offiziell, ist wohl aber scheinbar in der Praxis eher selten, oder ihr Seitengewehr, das ursprünglich mal tatsächlich ein Gewehr gewesen ist, oder halt eben, was heutzutage üblich ist, ihren Familiendegen, Säbel oder Dolch oder sonstiges Totschlaginstrument eben entsprechend mitbringen, und damit dann halt eben quasi per Arm aufzeigen oder durch Heben des entsprechenden Degens, das soll wohl anscheinend auch funktionieren, klar zu machen, dass sie jetzt für oder gegen den entsprechenden Gesetzesentwurf sind. Das ist eine sehr, sehr alte, sehr urtümliche Form direkter Demokratie. Probleme dabei sind so ein bisschen, dass halt kein Wahlgeheimnis gibt, weil jeder sehen kann, für was du stimmst. Es wird grob abgeschätzt, ob es eine Mehrheit gibt und nicht direkt ausgezählt. Hat also schon so den einen oder anderen Nachteil, aber dafür macht es halt Demokratie direkt erlebbar und ist so die direkteste Form, die man sich nur vorstellen kann, um halt irgendwelche Gesetze anzunehmen oder nicht. Das Ganze gab es früher ziemlich häufig in der Schweiz, inzwischen eigentlich fast nur noch in Appenzell und noch ein paar anderen Dörfchen. Aber Appenzell ist sicherlich einer der prominenteren Orte, wo das noch so gehandhabt wird. Ja, Frauen durften bis 1974 tatsächlich nicht mit abstimmen, aber naja, zumindest scheint es so, als hätte das niemanden großartig gestört, weil die ihren Männern dafür entsprechend aufgetragen haben, was sie nun abstimmen sollen. Je nach Frau kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert haben könnte, aber vielleicht ist das mit dem Frauenwahlrecht keine gar nicht so schlechte Idee, dass man das dann doch irgendwann auch mal noch hinzugefügt hat. Und jetzt haben wohl die Frauen irgendwelche Abstimmkarten, nur die Männer wedeln mit dem Degen herum, soweit ich das verstanden habe. Ja, also an sich eigentlich ganz cool und die direkte Demokratie der Schweiz hat zweifelsohne ihre wahnsinnigen Vorteile, gar keine Frage. Vor allen Dingen ist sie halt wirklich unmittelbar und demokratischer geht's fast nicht, aber ja, für uns teilweise ein wenig eigenartig. Näheres dazu muss man allerdings den Politologen fragen und nicht mich. So, und jetzt müssen wir unbedingt, also das Video ist zwar lang, aber das muss unbedingt noch sein, eine kleine Käsekunde einfließen lassen. Wir haben hier den berühmten Appenzeller Käse, den gibt es übrigens auch bei uns in Deutschland, den hat sogar der Aldi im Angebot, meines Wissens sogar standardmäßig. Jedenfalls, Appenzeller ist nur dann wirklich Appenzeller, wenn er mit der Appenzeller Kräutermischung eingerieben worden ist. Es mag auch Käsereien außerhalb vom Appenzellerland geben, die Appenzeller herstellen dürfen, weil sie eben die spezielle Appenzeller Kräutermischung aus dem Appenzeller Land beziehen, die dann von den Appenzeller Wiesen eben entsprechend kommt. Und ja, aber der direkt bei Appenzell, also in Appenzell selbst und Umgebung hergestellte Appenzeller, der ist natürlich noch appenzelligerig, weil da muss das, die Kräutermischung, die wird quasi schon von der Kuh inhaliert sozusagen und das macht ihn dann besonders gut. So, für den deutschen Gaumen zu empfehlen, mindestens, also der ist wirklich, wirklich lecker, der Appenzeller mild würzig, sozusagen der Einsteigerkäse. Den mag jeder, der Käse mag, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Der ist wirklich fein. Also gerade wenn man ihn schon ein paar Mal gegessen hat, der wird immer mit jedem Essen immer besser, weil, also ich zum Beispiel bin jetzt eher mehr so der Typ milder Käse. Esser, also eher sowas in Richtung Gouda, ne? Und da ist es ganz gut, wenn man eben mit dem milden Appenzeller einsteigt. Inzwischen kann ich auch mal ein Stück vom kräftig würzigen Appenzeller
entsprechend gerne auch mal genießen und auch pur auf Brot sowieso, das ist ja nicht so dramatisch und auch nicht so intensiv, aber auch pur mag der kräftig würzige dann schon mal schmecken. So, und alle anderen, die jetzt danach noch kommen, die sind eigentlich nur für Schweizer wirklich genießbar, weil da zieht sich einem alles zusammen und allein schon beim Geruch rennt man davon. Also zumindest als Deutscher. Aber ich vermute, dass das mit dem Schweizer Käse so ähnlich ist wie mit dem Wein bei uns. Man muss sich da langsam rantasten, bevor man erstmal einen richtigen Gaumen dafür entwickelt, um diese einzelnen Geschmacksstoffe, die da drin entsprechend enthalten sind, wirklich zu würdigen wissen. Oder auch beim Whisky ist das ja auch so. Wenn man zum ersten Mal Whisky trinkt, schmeckt der wie Spiritus und nach lernt man erst die entsprechenden Aromen da zu kennen und zu lieben. Und ja, ich habe mir also sagen lassen, mit dem Käse sei das so ähnlich. Auch wenn er riecht wie Füße nach 14-tägiger Wanderung im selben Paar Socken. Also auch wieder für uns Deutsche ist es schon auffällig, wie gepflegt fast jedes Dorf in der Schweiz aussieht. Lauter tolle kleine Häuschen, teilweise sehr mittelalterlich anmutend oder zumindest sehr alt. Hier zum Beispiel links das Schlössle, rechts das Kloster noch mit entsprechender Klostermauer. Inwiefern das jetzt noch wirklich als Kloster genutzt wird, also intakt ist, weiß ich nicht. Dieses Schlössle ist auch im Privatbesitz und da wohnt, gehe ich mal von aus, irgendwer. Aber selbst moderne Gebäude wie dieses Holzhaus hier sehen einfach wirklich total toll aus. Also da muss man sagen, die Schweizer haben es drauf, was so das Dörfchen-Design angeht. Also gerade insbesondere dieses Schlösschen mit dem interessanten Treppenturm und natürlich übrigens auch mit Schießscharten. Man weiß ja nie, wann der Feind anrücken wird. Die Schweiz hat bekanntlich keine Armee. Die Schweiz ist eine Armee. Und hier die Kantons- und Volksbibliothek, bisschen klein, aber ja, erwähnen wir da mal, ich muss sie unbedingt fotografieren. Und hier haben wir allerdings auch einen kleinen Stilbruch. Also es gibt nicht nur Geschmack innerhalb von Appenzell. Aber selbst am Friedhof hat man eine verdammt tolle Aussicht und das zieht sich dann durchs ganze Leben sozusagen. Jetzt wäre es mal wieder soweit, lieber Tisch. Okay, also 2 Minuten macht das schon mal nicht, weil die warten wir jetzt mit laufender Kamera. Ja. Plus die 20 Sekunden ohne. Ich weiß es doch nicht. Haben wir schon alle paar Minuten. Aha. Ist schon arg bescheuert, aber cool. Gut.